Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Erik hat den Bruno heute begleitet. Bruno hatte ja heute seinen Termin beim Tierarzt und da wurde nochmal alles geröntgt und nochmal geschaut. Oh. Ganz fertig ist er. Zähnchen gemacht, es wird nochmal alles geröntgt. Vielleicht mal was essen. Ich habe ihm hier quasi sein Frühstück mitgegeben. Also beim letzten Mal, als geröntgt wurde, da hat man ja gesehen, dass der Knochen reagiert auf der linken Seite, wo dann auch ein Zahn locker war. Ne, da war er noch nicht locker, der war dann irgendwie Wochen drauf locker. Hä? Nee. Doch, da war er locker. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann was war. Auf jeden Fall hat ja der Knochen reagiert und es war ein Zahn locker. Und jetzt ist der Zahn wieder fest, was ja schon mal positiv ist. Und dann wurden die beiden Röntgenbilder miteinander verglichen. Und diese Stelle, wo der Knochen reagiert hat, die ist etwas besser geworden. Das ist nicht ganz weg. Das dauert wohl, wenn der Knochen reagiert, geht das nicht von heute auf morgen weg, sondern das dauert. Aber es ist auf jeden Fall besser geworden und die Therapie scheint was gebracht zu haben, die wir jetzt gemacht haben. Und ein Zahn war etwas länger, der wurde jetzt eingeschliffen, eingekürzt. Auf der rechten Seite war gar nichts, also da hat alles gepasst. Vor der Zähne halt wieder angepasst und ja, Ohr, da war ja auch eine auffällige Stelle, das ist immer noch etwas zugeschwollen, aber das geht auch nicht von heute auf morgen weg. Da schauen wir dann beim nächsten Mal auch nochmal. Tränen-Nasenkanal wurde gespült auf beiden Seiten, beziehungsweise auf der einen Seite ging es irgendwie nicht, das war irgendwie ganz vernarbt und zu. Er bekommt jetzt noch bis Donnerstag zweimal täglich Schmerzmittel. Heute hat er auch noch mal was gespritzt bekommen. Vorm zu Bett gehen soll ich ihm dann noch mal was geben und dann reduzieren wir wieder auf einmal und ja, dann kann man halt hoffen oder schauen, wie es dann ist. Es kommt halt immer alles zusammen. Zum einen jetzt der Stress mit dem Erik, aber es kann halt schon sein, dass ihm der eine Zahn, der zu lang war, dass ihm das gestört hat und halt, weil der Knochen immer noch reagiert, aber es ist besser geworden, aber es ist halt immer noch da, dass ihm das halt dann auch Probleme bereitet. Okay, das ist jetzt Stand der Dinge. Jetzt hoffe ich, dass er jetzt dieses Mal frisst. Ist noch ganz fertig. Hm, Bruno, bist du noch ganz fertig? Ja, am Zittern ist er. Oje. Oje, sollen wir mal die Holly holen? Hm, sollen wir mal die Holly holen? Ja. So, habe ich mal Mama Holly geholt. Anstatt sich um ihren Sohn zu kümmern, isst sie erstmal den sein Frühstück. Ja, schaut mal einer an. Wer schon wieder am Essen ist, der Bruno, das ist ja super. Prima, prima. Jetzt ist die Frage, liegt es am zusätzlichen Schmerzmittel, was er nochmal gespritzt bekommen hat? Heute früh habe ich ihm ja auch schon einmal was gegeben. Mensch, das ist ja prima. Oder weil der eine Zahn jetzt wieder gekürzt ist, dass es besser geht, hm? Ich habe sie letzten Tage ein bisschen schleifen lassen mit den Hula-Hoopen, aber ich habe mir mal wieder meinen Reifen geschnappt
und werde eine Runde hula-hoopen, wieder 10 Minuten, einmal 5 in T und dann 5 in T. Ein paar Behauptungen stehen noch aus von gestern und die werde ich jetzt noch beantworten. Und zwar die erste Behauptung: Du magst keine Läden. Nee, anders. Du magst keine Lidl und Aldi-Läden. Das ist richtig. Und ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich gehe da nicht gerne einkaufen. Irgendwie, mir gefällt das nicht. Von den Regalen und von den Laden an und für sich. Und ich gehe ja gerne einkaufen, also ich genieße es ja, einkaufen zu gehen. Macht mir total viel Spaß, Lebensmittel einzukaufen. 5 Hasen zu halten sind das Maximum, das du dir momentan vorstellen kannst. Das ist richtig, ja. Du vermisst deine Clip-In-Extensions. Das ist falsch. Habe ich ja eigentlich schon mal beantwortet. Und ich bin auch im Moment wirklich sehr zufrieden mit meinen Haaren. Also die gefallen mir aktuell sehr gut. Und die Clip-In-Extensions im Nachhinein gesehen waren einfach viel zu künstlich. Man hat ständig die Clips gesehen und dann haben die wehgetan und haben gedrückt und es war unangenehm und es hat gejuckt, wenn man die den ganzen Tag drin hatte. Also ich genieße meinen Kopf dann doch lieber ohne alles. Also außer meinen Haaren, ohne Extensions und ohne dieses künstliche Zeug. Du besuchst deine Mama jedes Wochenende. Das ist falsch. Wir sehen uns in der Regel und im Normalfall alle 2 Wochen. Amy, hast du dich jetzt genau hinter mich gesetzt, dass man dich nicht sieht? Mich würde mal interessieren, wo geht ihr am liebsten einkaufen, in welchen Läden und warum? Also ich kann es nicht erklären, ich kann nur sagen, dass mir die Läden nicht gefallen. Woran auch immer das liegen mag, aber irgendwie sind die anders aufgebaut oder sind von den Regalen anders oder auch der Laden an für sich ist anders. Es ist irgendwie mehr so eine Halle, die ja nicht so, mir halt einfach nicht so gefällt. Bruno kümmert sich um seine Schwester und so süß, dass die sich dann immer gegenseitig putzen. Ich glaube, da wird irgendein Reflex ausgelöst. Das heißt, der sich gegenseitig Putzreflex oder der ich putz mich selber Reflex. Bis morgen. Tschüss.